Woche ist das Schaufenster der Ernährungs- und Landwirtschaft. Das heißt, wenn ich mich als Politikerin informieren will, was es gerade Neues gibt, was die Herausforderungen sind, dann muss ich hier sein und reden mit den Landwirten, die hier sind, den Fleischern und den Bäckern, aber auch den Produzenten von Lebensmitteln und natürlich den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Denn im Lauf der Tage werden Hunderttausende von Menschen hierher kommen und am Ende auch mit ihren Füßen abstimmen. Und das ist ein guter Gradmesser für die Politik. Wir haben ja glücklicherweise dank unserer Züchterinnen und Züchter immer noch eine unglaubliche Vielfalt auch an Rassen. Und dies ist eben eine Rasse, die ein besonderes Fleisch liefert, das besonders hochpreisig ist, aber dafür auch besonderer Pflege und Betreuung bedarf. Die ländlichen Regionen sind so unterschiedlich wie unser Land. Da gibt es die Boomregionen und dann gibt es die Regionen, die ein Stück abgehängt sind. Und wir müssen da als Politik den Mut haben zu differenzierten Lösungen und zu sehen, dass die eine Region etwas anderes braucht als die andere, was aber alle eint. Wir brauchen eine starke Wirtschaft vor Ort. Denn nur wenn ich Unternehmen, Betriebe habe, die Arbeits- und Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen, kann sich eine Region entwickeln. So sehen Bäcker heute aus. Naja. Bürobäcker. Nur Bürobäcker. Ernährung spielt auf der Grünen Woche natürlich eine zentrale Rolle, um zu genießen, aber auch, weil Verbraucher es interessiert. Woher kommen Lebensmittel? Wie werden sie bearbeitet? Denn am Ende wollen Verbraucherinnen und Verbraucher wissen, was auf ihrem Teller liegt. Und dafür setzen wir uns ein. Für Wahrheit und Klarheit und damit auch für ganz klare Kennzeichnungsvorschriften. Da haben wir viel erreicht in den letzten Jahren. Aber wir könnten uns auch noch ein bisschen mehr vorstellen auf europäischer Ebene.